Damen und Herren, so steht es zumindest im offiziellen DFB-Programm. Deutschland-Österreich, das war immer... Die ersten Neuigkeiten, meine Damen und Herren, werden Sie vielleicht gerade beim Schwenk über die Österreich... Rummenigge, der Kapitän. Die Österreicher mit Friedel Konzilia im Tor, Kraus, Leiner... Die Österreicher mit Friedel Konzilia im Tor, Kraus, Leiner, De Georgi, Bruno Petzai, der Bremen Österreich... Hat nur noch zwei Spieler ausstehen, das heute Abend und dann ein Spiel gegen. Die Begegnung wird geleitet von Luigi Agnolin, einem 40-jährigen Sportlehrer aus der Nähe von Verona, mit dem die deutsche Mannschaft gute Erfahrungen hat. Zwei Europapokalspiele hat er gepfiffen mit dem FC. Sehr eng gedeckt. Die Österreicher spielen ja eine Mischung aus Raum- und Manndeckung, übernehmen dann, wenn es gefährlich wird, den Mann. Rummenigge! Und Tor! Die vierte Spielminute, das 1:0 durch Karl-Heinz Rummenigge. Ich glaube, der Fehler kam von Heribert Weber. Wir sehen das sicher gleich noch in der Zeitlupe sehen. Weber mit der Nummer 6. Jetzt versucht er, den Ball zurückzuspielen. Rummenigge und das 1:0 nach 4 Spielminuten. Genauso hat sich Jupp Derwall das vorgestellt, das Glück spielt im Fluten. Rummenigge noch immer am Ball. Der Kapitän der Nationalmannschaft des FC Bayern, zuletzt in blendender Form, Riegel. Wolfgang Dremmler, Augenthaler, Norbert Meyer, der kann schießen, und Meyer, und Nachschuss Völler! Rudi Völler in seinem 8. Länderspiel, das 2:0, die ganz 20 Minuten sind gespielt. Also einen besseren Auftakt kann man sich kaum wünschen. Sofort das Schnelltor durch Rummenigge, dann die Führung ausbauen. Völler, der sofort wieder in die Spitze geht. Meyer mit seinem Gewaltschuss, den Konzilia nicht festhalten kann, und Rudi Völler ist da. Der Bremer, der das Gespür dafür hat, wo er zu sein hat im richtigen Augenblick. Und 2:0. Dremmler, jetzt Strack, letzter Mann. Das Wechselspiel zwischen Strack, Förster und Augenthaler klappt sehr ordentlich. Da ist Klaus Augenthaler. Noch immer Augenthaler. Ja, schön auf Rummenigge. Und Tor! Erneut Rudi Völler. Ein super Auftakt. Diesem vorentscheidenden Spiel der Gruppe 6. Drei Tore nach 20 Minuten, davon hätte selbst der größte Optimist nicht zu träumen gewagt. Einmal Rummenigge, zweimal Völler. Jetzt kommt der Pass auf Karl-Heinz Rummenigge gleich, der schön nach innen geht, bis zum letzten Augenblick den Pass verzögert und keine Chance für Konzilia. Jupp Derwall, auf ihm wird ein Stein vom Herzen gefallen sein. Denn die Zeiten waren schwer, zumal nach den letzten etwas weniger guten Länderspielen. Da waren einige ganz miserable dabei. Und Karl-Heinz Rummenigge. Ich habe mich mit ihm unterhalten. Er sprach von gedämpftem Optimismus innerhalb der Mannschaft. Das berühmte frühe Tor, von dem viele Trainer träumen und das so selten fällt, heute vieles. Durch Rummenigge in der 4. Minute. Dremmler, wieder Rummenigge. Da schön hereingezogen, die Flanke, und Völler. Und Riegel! Noch einmal eine super Chance. Nach Vorarbeit von Rummenigge. Vorbei an Leiner.
Völler verlängert und Friegel und Friedel Concilia rettet. In seinem 73. Länderspiel, damit hat er seinen Fehler, wenn es überhaupt einer war, vom Anfang dieses Spiels längst wieder gut gemacht. Einziges Tor bisher. Und da ist der Halbzeitpfiff. 3:0 also aus dem ausverkauften Gelsenkirchener Parkstadion. Wir melden uns in knapp 10 bis 12 Minuten wieder. Ich gebe jetzt ab ins Heute-Journal an Peter Voss. So, meine Damen und Herren, hier ist wieder das Gelsenkirchener Parkstadion. Sie haben nicht versäumt, die Mannschaften kommen zur zweiten Halbzeit. Und wir haben uns so ein bisschen umgehört beim Kollegen des Österreichischen. So, es wird weitergehen. Ich schaue mal, ob die Österreicher ausgewechselt haben. Der deutschen Mannschaft keine Veränderung. Es spielt Gernot Jurtin mit der Nummer 14 für Felix Gasselig. Mit der 10 dies bisher die einzige Änderung und Hans Krankl sitzt also weiter auf der Bank. Setzt sich in Richtung deutscher Strafraum. Er hat seine Rolle als letzter Mann längst aufgegeben. Die hat Weber übernommen. Da ist der gefährliche Schuss von Weber. 30 Meter, sehr schön, fast ansatzlos aus dem Fußgelenk heraus mit einem leichten Außeneffekt. Das ist der Mann, der das erste Tor auf dem Gewissen hat. Prohaska übernimmt. Jetzt kommt der Pass zu Weber. Schön zu sehen, wie der Ball sich dreht. Die Deutsche Bank. Hier haben sie die Einblendung. 12 Burdenski, 13 Otten, 14 Matthäus, 15 Pierre Littbarski, der vor 2 Jahren gegen Österreich sein internationales Debüt. Und der Gegenzug. Wolfgang Rolf. Foul von Rummenigge an Wilfurt. Der sich jetzt entschuldigt. Tor. Rummenigge gegen Kraus und Weber. Da hat der Kapitän ein bisschen gedrückt, entschuldigt sich jetzt bei Weber. Kraus und Schumacher. Auge, das ist Klaus. Völler gegen Petzai, das Bremer Duell. Klares Foulspiel von Leiner. Er überhaupt nicht an den Ball zu kommen versucht, sondern mit ausgebreiteten Armen Rudi Völler sperrte und Freistoß. Der 23-jährige Vorstopper ist sehr robust. Norbert Meyer. Schuster. Ja, direkt hätte er spielen müssen. Schön. Völler. Und abseits. 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 Ja, Rudi Völler, das ist wieder das dritte Tor in diesem Spiel. Das war ein Abseitstreffer. Schön gespielt, korrekte Entscheidung, Abseits. Wir werden das vielleicht aus dieser Perspektive auch erkennen können. Direktes Spiel, Schuster Rolf. Ja, das ist schlecht zu sehen aus dieser Perspektive. Also. De Georgi. Ja, der Kopfball von Gerhard Wilfurt im letzten Augenblick von Schumacher. Das war die 5. Chance für Österreich in diesem 2. Durchgang. Der Gast also beinahe wie ausgewechselt, nicht wiederzuerkennen im Vergleich zur 1. Halbzeit und Eckball.
Schuster, jetzt müsste es schnell gehen. Allein Schuster. Schöner Pass auf Rummenigge. Gegen Kraus noch immer Rummenigge. Kraus stürzt. Oh, und Ball 1. Ja. Schön gespielt von Schuster und Rummenigge. Ein bisschen Glück war dabei. Bernd Kraus, der jetzt stürzt. Ich glaube, er läuft Karl-Heinz Rummenigge ein bisschen in die Hacken. Konzilia. Im Training geübt worden, nur abgesprochen. Rummenigge. Riegel. Ja, keine schlechte Überlegung. Auch die Österreicher haben viele Dinge hier nicht ausprobieren können, weil sie erst kurz vor dem Spiel angereist sind. Am Wochenende noch Ligaspiele hatten, genauso wie die Deutschen. Heribert Weber führt aus. Schachner und Wilfurt. Auch die deutsche Mannschaft bereitet eine Auswechslung vor. Lothar Matthäus sehe ich da mit der 14 und Waas mit der 16. Rolf, noch immer Rolf. Meier. Geschickt gemacht von Rolf, dem Hamburger. Da waren sie alle ein bisschen zu nah aufgerückt. Und den zweiten Mann, den suchen wir noch. Das ist der zweite Bremer, Norbert Meyer. Beide werden mit riesen Applaus verabschiedet. Köller für seine zwei Tore, sicherlich der kleine Norbert Meyer für seine große kämpferische Leistung. Gerd Strack. Schuster, kein. Nein, das war nie abseits. Nie abseits. Ich habe das sehr gut sehen können. Ich glaube nicht, dass das abseits ist. Der Barbarescu, der Linienrichter, zeigt es an. Die gelbe Karte gegen Bernd Schuster, nehme ich an, wegen Meckerns. Links stand ein Österreicher auf der Linie, rechts stand auch noch einer am 16er. Ich glaube nicht, dass es abseits war. Bernd Schuster hat ein bisschen Pech heute nach dem glänzenden Länderspiel.